Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne zeigen, welche Bücher ich mir für den Mai 2022 auf meine Leseliste gepackt habe. Wie immer habe ich mir fünf Bücher rausgesucht, die ich gerne im nächsten Monat lesen möchte. Dieses Mal sind es tatsächlich auch wieder genau fünf und keines mehr, denn eines von den Büchern steht quasi im Prinzip für drei und ist ein echter Brocken. Und zwar ist das The Modern Fairy Tales von Holly Black. Das ist nämlich eine ganze Trilogie in einem. Es ist ein echter Klopper und es hat, glaube ich, fast 800 Seiten. 785 Seiten hat dieses Buch. Klingt erstmal nach viel, allerdings, wenn man eben bedenkt, dass es drei Bände in einem sind, ist es dann doch gar nicht so viel. Das Ganze ist eine Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie The Cruel Prince, was ja wiederum eine Reihe ist, die ich sehr, sehr liebe. Allerdings ist diese Reihe halt eben schon sehr viel älter. Also der erste Teil ist vor 20 Jahren erschienen. Ich habe vor kurzem gerade schon ein Video gemacht über Reihen, die ich gerne dieses Jahr noch komplett lesen möchte. Da habe ich eben auch über diese Reihe geredet. Und da habe ich auch schon angesprochen, dass ich so ein bisschen skeptisch bin, weil es halt eben eine Reihe ist, die ein bisschen älter ist, weil ja, ich immer so ein bisschen Angst habe, dass es schlecht gealtert ist. Also, dass es sich aus heutiger Sicht nicht mehr so gut liest, weil es halt eben Dinge beinhaltet, die aus heutiger Sicht vielleicht irgendwie No-Go sind oder die man aus heutiger Sicht so nicht mehr schreiben würde. Einfach habe ich halt immer so ein bisschen Angst, dass das passiert. Und es gab auch schon einen Kommentar, der leider so ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass das bei dieser Reihe wohl potenziell so sein könnte. Und trotzdem hoffe ich natürlich nur das Beste. Also ich will es trotzdem natürlich lesen und mal schauen, wie es mir gefällt. Ich meine, wenn es mir nicht gefällt, dann habe ich ja auch kein Problem damit, das abzubrechen. Aber ja, mal schauen. Wie gesagt, da ich eben The Cruel Prince sehr, sehr gerne mag und das eben in der gleichen Welt spielt und ich allgemein die Bücher von Holly Black sehr gerne mag, habe ich trotzdem irgendwie große Hoffnung, dass es mir gefallen könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und die restliche Leseliste habe ich so ein bisschen darauf angepasst und habe Bücher ausgewählt, die jetzt nicht allzu dick sind tatsächlich. Ich habe auch nur ein weiteres Fantasy-Buch, wobei eins geht auch noch so ein bisschen in die Fantasy-Richtung, aber ihr werdet es gleich sehen. Das weitere Fantasy-Buch, das ich mir ausgewählt habe, ist Tiger Lily von Jodie Lynn Anderson. Das spiegelt ein bisschen. Es ist halt eben ein sehr, sehr dünnes Büchlein und es ist ein Fantasy-Einzelband. Und zwar ist die Geschichte von Peter Pan, allerdings aus der Sicht von Tiger Lily. Und mehr weiß ich ehrlich gesagt über dieses Buch nicht. Aber das ist bei mir ja häufig so, dass ich nur so ein paar Fetzen irgendwie über die Geschichte weiß. Und das reicht mir dann oftmals irgendwie, um mein Interesse geweckt zu haben, sozusagen. Und bei diesem Buch ist es auch so, dass es schon ein bisschen älter ist. Ich weiß gar nicht. Steht doch bestimmt vorne drin. Von 2012 ist dieses Buch also auch schon 10 Jahre alt. Und da kann ich mich tatsächlich erinnern, dass ich das früher häufiger mal gesehen habe, als ich angefangen habe, englisches Booktube zu gucken. Das war so 2016. Da habe ich das bei ein paar Leuten gesehen. Und da hatte das ja dann eigentlich auch schon 4 Jahre auf dem Buckel. Also es spricht dafür, dass es vielleicht nicht schlecht ist, obwohl man es heutzutage jetzt nicht mehr irgendwo sieht. Aber es ist ja auch oftmals so bei solchen Büchern, ne? Wenn die schon ein paar Jahre irgendwie auf dem Buckel haben, dann geraten die irgendwann in Vergessenheit. Selbst wenn es gute Bücher sind, also es gibt natürlich gehypte Bücher, die immer gezeigt werden, aber es gibt auch viele gute Bücher, die einfach mit der Zeit so ein bisschen untergehen. Das ist halt einfach so der Lauf der Dinge. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Dann habe ich eine Liebesgeschichte und zwar 3 Meter über dem Himmel von Federico Moccia. Das habe ich von der lieben Tanja bekommen bei der Second Chance Book Challenge. Und sie hat es eben auch schon gelesen und mochte es sehr, was mir eben auch große Hoffnung schenkt, dass es mir auch gefallen könnte. Es geht eben um eine Liebesgeschichte zwischen Step und Barbie und sie ist so eine Tochter aus gutem Hause irgendwie. Und er ist so ein kleiner Rebell, Motorradfahrer und eigentlich nicht so der richtige Umgang für sie sozusagen. Und ja, die beiden verlieben sich dann halt aber natürlich ineinander. Und das führt dann wahrscheinlich auch zu gewissen Konflikten, könnte ich mir irgendwie so vorstellen. Es gibt auch einen Film dazu, den hat Tanja auch sehr empfohlen. Den
könnte ich mir dann potenziell auch noch ansehen, wenn ich das Buch gelesen habe. Aber erstmal freue ich mich eben auf diese Liebesgeschichte und hoffe, dass das eine Geschichte ist, in die ich mich so richtig reinfallen lassen kann. Also das erwarte ich mir zumindest, denn das Ganze war zu der Aufgabe eine Wohlfühl-Romance. Und ja, ich denke, Tanja wird da bestimmt was richtig Gutes ausgewählt haben und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Dann habe ich zwei Bücher jetzt noch, die ich tatsächlich im April jetzt auch erst gekauft habe. Also wenn ihr meinen Ostervlog gesehen habt, dann habt ihr diese Bücher beide schon gesehen. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Und zwar einmal The Nothing Man von Catherine Ryan Howard. Das ist ein Thriller. Ich hatte das in dem Vlog schon gesagt. Ich habe eigentlich total Bock, auch mal wieder irgendwie Thriller ein bisschen regelmäßiger zu lesen. Also ich habe es die letzten Jahre sehr wenig gelesen, weil ich doch mehr in diese Fantasy-Schiene gekommen bin und dann noch so Contemporary mit den ganzen LGBT-Geschichten und so. Da war ich einfach schon so gut ausgelastet, sag ich jetzt mal. Und Thriller ist einfach etwas, wo ich mich noch nicht so gut auskenne und das möchte ich aber auch irgendwie gerne ändern. Und jetzt habe ich mir eben dieses Buch gekauft. Es geht im Prinzip um eine junge Frau, die etwas durchgemacht hat und sie schreibt halt eben ein Memoir über diese Erlebnisse und den sogenannten Nothing Man. Und dann gibt es halt eben aber den Nothing Man, der halt eben dieses Buch, was dann zum Bestseller wird, dann sozusagen auch liest und sich darin wiederfindet. Und er will jetzt halt eben das vollenden, was ihm damals halt eben nicht gelungen ist und will sich jetzt sozusagen so ein bisschen an der Autorin rächen. Und ja, es klingt auf jeden Fall super, super spannend. Ich habe da schon viel Positives drüber gehört und bin sehr, sehr gespannt drauf. Und das letzte Buch ist dann nochmal so ein Buch aus dem Romance-Bereich. Allerdings hatte ich das ja eben schon gesagt, so ein bisschen auch mit Fantasy-Aspekten. Und zwar ist es You've Reached Sam von Dustin Thau. Und zwar geht es hier um eine Protagonistin, die ihren Freund Sam verloren hat. Also der ist gestorben. Und sie trauert jetzt natürlich extrem um ihn. Und sie ruft immer wieder sein Smartphone an, um halt eben auf seine Mailbox zu kommen, um da seine Stimme nochmal zu hören. Allerdings nimmt er halt irgendwann das Telefon ab. Und sie kann jetzt halt irgendwie wieder mit ihm sprechen und was sie da miteinander sprechen und wie das Ganze irgendwie weitergeht. Darum geht es eben in dieser Geschichte. Es ist, wie gesagt, eigentlich irgendwie so eine Geschichte rund um Trauer. Ich würde es auch nicht mal als Liebesgeschichte irgendwie betiteln, sondern eher so eine Trauergeschichte irgendwie. Aber auch so mit magischen Aspekten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch so weiter passiert. Es wird bestimmt ein Buch sein, das mich zerreißen wird, das mich zerstören wird. Aber das mag ich ja potenziell auch ganz gerne mal. Und ja, mal schauen, wie mir dieses Buch gefällt. Das ist halt eben meine kleine, feine Leseliste, wobei so klein eigentlich gar nicht, für den Mai. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Bücher. Es ist mal wieder eine bunte Mischung, wie ich finde. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eines von diesen Büchern schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich wie immer, dass ihr viel Spaß mit diesem Video hattet und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!